National Football League on EA Sports, and we'll be watching the Falcons' electric quarterback. He's gonna have to air it out plenty this week. It's the Falcons and the Eagles under the lights on Monday night. Ja, Monday Night Football, und wir müssen zu den Eagles und das auch noch bei schlechtem Wetter. Wir müssen zurückkommen nach diesen 4 Interceptions gegen die Steelers und der Niederlage. Die Eagles haben das erste Spiel gewonnen gegen die Packers in Brasilien und wir müssen jetzt hier Gas geben. Erstmal aber die Eagles zum ersten Mal am Ball. Und die sind natürlich richtig gut. Und ich denke, die sind auch hier Favorit in diesem Spiel. Ich denke, wir müssen uns darauf fokussieren, die Spiele zu gewinnen, die wir gewinnen müssen. Und da war eigentlich auch Woche 1 dabei. Aber jetzt müssen wir hier zurückkommen. Und wir haben tatsächlich den Ball erobert an unserer eigenen 21. Und warum ist der Kommentar so leise? Das weiß ich nicht. Machen wir mal auf 33. Crowd Volume machen wir auch mal ein bisschen höher. Und dann gucken wir mal, ob das so funktioniert. Mal gucken. Resume. So, wir starten im Run. Ich denke, das ist ganz gut bei Regen. Und Bijan mit okay, das ist alles noch ein bisschen zu leise, was das Ganze angeht. Also die Crowd ist ein bisschen zu laut. On the field geht so. Stadium Speakers ein bisschen höher. Genauso wie die Ingame-Kommentatoren, die will man da zumindest ein bisschen hören. Und weiter geht's. So, wir sind 2.9. Ich glaube aber, Bijan Robinson wird hier. Ja, hat eine gute Lücke gefunden. Und da ist es sogar zum neuen First Down. Perfekt. Sehr gut. Unten an die anderen Ergebnisse. Denn das hier ist ein Monday Night Football Game. Let's go. Solange wir mit dem Lauf vorankommen, muss ich nicht werfen. Das sah gut aus. Tight End out. Jetzt mal ein Wurf für uns. Mal sehen. Let's go. They motion the tight end over. Here's second and seven. Aha. Und damit direkt mal incomplete pass. Gonna have to wait a little longer for his first catch of the game. So it'll be third down. Dritter und ein paar zerquetschte. Let's go. He's gonna throw this one. Und ich wurde gesackt. Vorne Nummer 0. Aber irgendwie war unten jetzt auch der Spielstand nicht mehr da. Jetzt ist er wieder da. Top. Nicht gut. Nummer 0 hat mich gesackt. Weiter geht's also jetzt mit einem Punt. Der war gar nicht gut. Aber ein Fair Catch. Und da geht's an der 31 los. 9 Yard Rush direkt mal von Hurts. Minus 2 jetzt von Barkley. Dritter und 3. Aber eine 4 Yard Reception von Barkley. Jetzt nochmal ein 4-Yard Rush. Ein schöner Sack jetzt hier von Trice. Dritter und 16 und der Pass knocked away. Das heißt, wir bekommen den Ball wieder. Aber an unserer eigenen 6. Das ist schon krass. Also unsere Defense ist gar nicht mal so bad, muss ich sagen. Aber Bijan mit einer super Lücke. Damit sind wir schon fast an der 20. Ja, sehr gut.
Ich brauche mal einen angekommenen Pass. Ganz dringend, aber ja. Und Robinson wieder mit einer Riesenlücke, der ist da schon fast durch. Das war richtig gut. Wir sind under 48. Sehr, sehr gut. Wide Receiver under, probieren wir jetzt. Wir müssen mal einen Pass anbringen jetzt hier. London ist hier mein Main Target, ansonsten vielleicht Pitts. Aber London kriegt den Ball. Endlich, 24 Yards, let's go. Sehr, sehr gut. Solange der Lauf nicht gestoppt wird, let's go. Und er kommt wieder super durch. Und fast Richtung Touchdown. 5 Yards noch. Let's go, end of the quarter, aber 0-0. Ich glaube, das ist mir jetzt auch noch ein bisschen zu laut, was die Kommentatoren jetzt sagen. Deswegen machen wir die noch mal ein bisschen runter. Machen wir die mal auf eine 36. Let's go. Ein Passspiel. Oh, wir haben nur ein paar zur Verfügung. Ein QB-Draw. Also ich laufe selber. Aber das wird nichts. Bijan hätte es schon verdient jetzt hier mit einem Touchdown. Und Robinson kommt dort nicht um die Ecke. Und wir sind immer noch bei der 5-Yard-Linie. Es wäre jetzt schon krass, wenn wir hier keinen Touchdown bekommen würden. Double slammed. Let's go. Come on. Oh, den kriege ich zwar noch los, aber da war schon der Druck da. Wow. Carter. Und damit gehen wir bei der 5-Yard-Linie wieder runter. Das ist gar nicht gut. Nicht gut. Wir bekommen ein Field Goal durch Q. Damit liegen wir zwar vorne, aber nur mit einem 3-0. Touchback, also an der 30 geht's los. 5-Yard-Rush, das heißt 2. und 5 für die Eagles. Die kriegen ein neues First Down. Incomplete Pass, 2. und 10. Also jetzt nochmal ein Incomplete Pass, 3. und 10. Wichtig jetzt für uns, aber eine 14-Yard-Reception durch Devonta Smith. Jetzt nochmal eine 17-Yard-Reception von Barkley. Jetzt geht's richtig gut nach vorne. Penalty für die Offense. 1. und 15, Incomplete Pass, 2. und 15, 10 Yard Rush, das heißt jetzt 3. und 5. Und das ist Incomplete, das heißt, man wird hier auf ein Field Goal gehen. Und der ist auch drin, 3-3 steht es jetzt hier. Wir haben noch 6 Minuten in diesem Quarter, hier im Monday Night Game. Eagles gegen Falcons. Let's go. Pitts hat den Ball. Sehr guter Pass. Bullet Pass Completion. Let's go. Sehr gut. Wir können zur Halbzeit führen und wir bekommen zur zweiten Halbzeit den Ball. Robinson dort über die Seite. Das sieht sehr, sehr gut aus. Kommt über die Mittellinie. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Nice Spot. James oder Pitts vielleicht. A oder Y, let's go. Der ist ja sowas von frei. Super Pass. Wir müssen ein bisschen die Zeit runternehmen, bevor wir hier eventuell scoren. Oh, der kommt dort gut vorbei wieder. Und wir sind schon wieder
in Scoring Range. 7 Yards diesmal. Bench. Moore, London, tauscht da mehr zu. Den hat er nicht. Schade. Wir haben noch 3:31, also es ist eigentlich noch genug Zeit. Levis. Ja. Der ist so frei dort. Und das ist mein erster Touchdown-Wurf in dieser Saison. Und das gegen die Eagles. Und London holt sich den ersten Touchdown. Reception in diesem Jahr. Und wir haben noch keine Interception geworfen. Das ist so wichtig für die Moral. Und damit führen wir. Aber es sind noch 3 Minuten 28 plus 3 Timeouts für beide Teams. Also ist noch einiges möglich. Wir haben den Extrapunkt gemacht. Das heißt 10:3 Führung. Es ist ein Touchback. Das heißt an der 30 geht es los für die Eagles. 5 Yard Reception. Die Zeit läuft unten weiter. 2:5. 5 Yard Lauf. Das heißt noch 1:10. 16 Yard Reception. Jetzt geht es aber auch nochmal weit nach vorne für die Eagles. Und das war ein Touchdown. 44 Yards. Und jetzt haben wir 2 Minuten, 3 Timeouts und wir können nochmal in Führung gehen. Was ein krasser Pass anscheinend. Let's go. Robinson eventuell mein Target hier. Oder Pitts. Pitts hat viel Platz. Kommt raus und die Zeit läuft nicht weiter. Okay. Sehr gut. Mesh Spot. 2:5. 1:58 noch. Let's go. Y oder A. Der hat so viel Platz dort. Kriegt das First Down. Kommt aber nicht raus. Wir haben noch so viel Zeit. Müssen wir jetzt nicht machen. Curl Outs. Wir spielen sogar No Huddle. Also alles gut. Wieder guter Pass und der wird nicht gefangen. Der war zu hoch leider. Zu viel Power. Double Slant Swing klingt eigentlich ganz gut. Wir haben noch 1:36 Zeit. Let's go. Oh, der wird dort. Das ist doch. Also. Bench Dagger. Wir müssen uns jetzt auf Drake London verlassen. Oder wenn James vorbeikommt, aber ich denke mal eher Drake. Und den hat er! Der war über. Der war über. 4:1? For real? Der war doch drüber. Nein. Oh. Der war doch drüber. Jetzt haben die 1 Minute 14 Zeit, um hier noch zu scoren. 7 Yard Reception. 2:3. Pass ist dropped. 3:3. 15 Yard Reception. Ja. Noch 33 Sekunden. 2 Yard Rush. 2:8. Incomplete Pass. 26 Sekunden noch. Ein Timeout. 5 Yard. 21 Sekunden. Wir bekommen nochmal den Ball, aber an unserer eigenen 6. Also ich weiß ja nicht. Ich würde den einfach abnehmen oder einfach, ja, rennen. An der eigenen 6. Muss jetzt nicht viel passieren, ehrlich gesagt. Wir kriegen den Ball dann mindestens an einer besseren Position wieder. Und dann lassen wir die Zeit runterlaufen und dann ist Halbzeit. Dann steht 10:10. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut wird. Aber das sieht gut aus hier zur Halbzeit für uns. Also, let's go. Wir bekommen den Ball an der 30 diesmal. Also, auf geht's ins Spiel. Wir fangen natürlich wieder an mal mit einem Lauf. Wir haben jetzt im zweiten Quarter viel gepasst. 7 Completions, 74 Yards, ein Touchdown. Let's go. Und Robinson hat wieder eine Lücke. Und das ist richtig gut. 8 Yard Pickup, sehr, sehr gut. Mesh Spot will ich endlich mal anbringen.
James Pitts. Let's go. Den hat Pitts gefangen. Sehr gut. Let's go. Und dann mal wieder mit dem Lauf rein. Wir haben sogar mit einem Fullback dabei, Carter. Aber der kommt da kaum durch. Holt sich nur ein Yard, Bijan Robinson. Unten bereits die Ergebnisse, wie gesagt. Wir spielen ja hier das letzte Spiel des Spieltags. Drive Wheel, Robinson. Ja, let's go. Oh, fuck. Oh, Glück gehabt. Ben Stegger. Vorhin hat das nicht gereicht für... War das Display? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, die kam ja sofort durch. Ja, also weiß ich nicht, wo die O-Line war. Aber ich habe gerade erstmal geguckt, wo die laufen. Und jetzt wurde ich einfach gesackt. Und das ja, führt zu einem Punt. 50-Yard-Punt, gar nicht schlecht. Fair Catch, das heißt, die starten an der eigenen 11 oder 12. An der 11. Aber die haben ja auch noch Saquon Barkley. Und der ist natürlich heftig. Dritter und 1, mal sehen. Aber leider 9-Yard-Rush, schade. 4-Yard-Reception, 2. und 6. Dallas Goedert ist natürlich gut. Oh, 2. und 11. Und nur ein 1-Yard-Rush, das heißt 3. und 10. Wichtig für uns, oh, eine 11-Yard-Reception. Wieder Devonta Smith, der kommt dort klatsch raus. Also, richtig gut. Und jetzt marschieren sie übers Feld. Ja. Und es wird viel Zeit von der Uhr genommen. Und da ist der Touchdown von AJ Brown. Das heißt, erste Führung für die Eagles in diesem Spiel. Das heißt, wir müssen jetzt antworten. Ich muss mehr auf Robinson auch vertrauen. Auch wenn er mal zum Beispiel nur ein Yard macht. Aber dann vielleicht mal noch einen Lauf geben. Guck mal diese Lücke an. Robinson mit einem starken Lauf hier. An die 44. Das ist richtig gut. Wie gesagt, wir können hier noch ausgleichen. Mal sehen, wie schnell. Aber wir dürfen jetzt nicht, ja, die Eagles an den Ball kommen lassen. Fahren in Inside Zone. Wie gesagt, wir werfen dann nur, wenn es sein muss. Und da ist viel Platz wieder. Er holt das First Down, wie gesagt. Jetzt laufen wir einfach mal den Ball. Sehr, sehr gut. Das sieht gut aus für Robinson. Wir müssen hier nicht übertreiben mit den Pässen, nur weil wir unbedingt keine Interceptions werfen müssen. Aber das war ein Tackle for Loss. Und jetzt werden wir mal mit einem Pass kommen. Gegen den X-Factor. Pitts. Komm mal, das schaffst du. Fast noch abgefangen von Big Play Slay. Und jetzt haben wir einen 3. und 11. Das sind alles keine guten Dinge, die ich hier mache. Ich versuche es mit einem Dagger. Auf dem Moor. Incomplete. Wir sind an der 43. Ich weiß nicht, ob hier ein Field Goal möglich ist von Q. Wird der probiert? Ich weiß es nicht. Touchback. Es war leider nur ein Punt. Aber wir bekommen den Ball wieder zum Start des 4. Quarters. Das sieht ja... Warum? Gab es da einen Fehler? Ich weiß es nicht. Es ist unsere Chance auf jeden Fall. Let's go. Unsere Chance. Wie auch immer wir jetzt den Ball an der 7 bekommen haben. Aber Robinson wird hier für Loss gestoppt. Das ist nicht so geil. Ein HP Dive jetzt. Come on. Du kannst das. Oh. Schön.
Und Touchdown! Nein! Noch ein Yard. QB Sneak. Und das ist mein erster Touchdown. Das war aber nochmal eine schwere Geburt. Also die Defense ist krass von den Eagles jetzt hier. Aber wir... Und jetzt nur noch den Extrapunkt reinmachen. Und dann sind jetzt noch 8 Minuten. 8,5 Minuten, wo wir sagen, okay, wir können das Spiel hier bei den Eagles absetzen. Let's go. 17-17, Kickoff. Und das ist ein Touchback. 4 Yard Reception, Devonta Smith. 2. und 6, 21 Yards, AJ Brown. 9 Yard Rush, Saquon Barkley. Vielleicht ja, zu einem Field Goal irgendwie zwingen. Das wäre richtig gut, aber das sieht richtig krass aus. Devonta Smith mit 15 Yards, 18 Yard Touchdown von Saquon Barkley. Und damit führen sie wieder 17-24 und wir laufen hinterher. Aber ich denke, dieser Auftritt heute ist viel, viel besser als der in der letzten Woche, liebe Freunde. Wir gehen rein in die Coach Suggestions und starten mit einem Lauf. Wir haben 6 Minuten Zeit. Sie haben 301 Passing Yards. Wir nicht mal 100. Aber wir müssen nicht werfen, ehrlich gesagt. Wir sind jetzt nicht so sehr unter Druck. Ja. Flag. Delay of game. Ja. 2. und 12 damit. Und da kommt Bijan Robinson gut durch, holt ein paar Yards raus. Wir sind wieder bei 3. und 7. Und jetzt müssen wir einen Pass anbringen, denke ich mal. Um hier... Bunch Drive, let's go. Come on. Komm, den hast du. Jawoll! Let's go! Guter Pass. Und damit sind wir fast bei 100 Yards Passing ohne, ich muss es immer wieder erwähnen, ohne Interception. Letzte Woche war ja katastrophal. Ja, 2 Yards ist okay. Ja. Und Bijan Robinson mit einer Lücke dort. Sehr gut. Ja, Robinson carried ein bisschen, klar. Aber wie gesagt, wie sollen wir es denn sonst machen? Ein Dive. Inside Post Out. Let's go. Schöner Catch. Schade. Wir haben noch so viel Zeit eigentlich. Aber hey. James Pitts eventuell. Pitts hat ihn. Geht auch out of bounds. 2:33 noch. Wir brauchen nur einen Touchdown. 25 Yards. Let's go. Wie viele Yards brauchen wir? 3. Dann machen wir einen Smash Return. Das wird so klappen. Hoffentlich. Auf James. Oh, was? Nicht gut. Wir laufen. Laufen wir den? Boah. Den jetzt zu laufen. Komm! Oh, was soll...
Was? Incomplete? Nein! Boah. Hart, dass der nicht ankommt. Boah. Und jetzt wird gelaufen natürlich. Pass knocked away, okay, 2 Minuten 5. 12 Yard Reception und das werden die Eagles jetzt runterlaufen. Auf jeden Fall 3. und 4 und damit eine Penalty gegen uns und das war's dann. Dann wird abgekniet und wir verlieren 17 zu 24 gegen die Eagles leider. Ja, schade eigentlich. Meine Stats waren heute besser, aber man sieht immer noch, da fehlt es noch ein bisschen. 104 Yards haben wir geschafft, keine Interception, ein Touchdown nur, ein Average von 4,9, Longest 24, Rating 78. Es hat sich verbessert, ja, aber wir müssen noch uns verbessern. So, und dann schauen wir mal einfach rein. Ja, 10 zu 13 stand es zur Halbzeit, dann stand es 10 zu 20, okay, und am Ende nochmal 7 zu 7 im Fourth Quarter. Ich weiß nicht, ob das hier korrekt ist, aber scheint korrekt zu sein. Und dann finishen wir mal das Game und dann gucken wir mal uns die Standings nach 2 Wochen an. Wir brauchen jetzt überhaupt noch nicht davon reden, dass, ob wir jetzt die Division gewinnen etc. pp. Wir werden auch hier, denke ich mal, ja so 2 bis 3 Saisons spielen. Wir kriegen zumindest einen Skill Point. Den werden wir jetzt auch benutzen. Wie gesagt, sobald der erste Winter ist, hoffe ich, dass wir hier gut vorankommen. Throw Power. Ich würde eher die Accuracy weiter verbessern wollen beim Wurf. So. Oh, wir haben ein Upgrade available. Den QB Playmaker haben wir schon. Show Den Ability Perfection. Let's go. Das haben wir freigeschalten. Aber es fehlt noch ein bisschen. Sagen wir mal so. Es war jetzt nicht alles schlecht in diesem Spiel. Schauen wir mal rein in die League, in die NFL Standings. Let's go. Oder wollen wir erstmal den Schedule uns angucken? Wir gucken uns erstmal den Schedule an. Den League Schedule. Und schauen mal in Woche 1 rein. Da waren folgende Ergebnisse zu sehen. Baltimore gewinnt bei den Chiefs. Packers verlieren gegen die Eagles. Dann die Falcons. Wir haben verloren gegen die Pittsburgh Steelers. Klar. Buffalo 55 zu 17 gewonnen gegen die Cardinals. Chicago gewinnt gegen Tennessee Titans. Cincinnati gewinnt gegen die Patriots. Dann haben Houston hoch gewonnen gegen die Colts. Jacksonville 17 zu 10 gegen die Dolphins gewonnen. Okay. New Orleans hat gewonnen gegen die Panthers. Dann haben wir noch die Vikings-Sieg bei den Giants. Die Chargers haben gewonnen gegen die Raiders. Seattle gewinnt gegen die Broncos. Cleveland verliert 37-39 gegen die Cowboys. Tampa Bay 20 zu 15 gewonnen gegen die Commanders. Und die Lions gewinnen ebenfalls gegen die Rams. Und San Francisco knapp gegen die New York Giants. In der zweiten Woche waren die Ergebnisse wie folgt. Da stehen noch gar nicht drin. Ich glaube, da muss ich erstmal Advance Week machen. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Bills anscheinend hier verloren haben. Was ist, wenn ich das jetzt hier drücke? Ach so, Few Box Score, okay. Quests haben wir hier was offen. Hier unten Answer Media, okay. Ja, interessant. Und dann müssen wir mal die Advanced Week machen, um dann die neuen Standings zu sehen. Und dann geht's jetzt geht's auch noch gegen die Chiefs. Also, da müssen wir mal schauen, ob wir das so hinbekommen. Also, wir schauen nochmal in die Woche 2 rein. So, jetzt haben wir die Ergebnisse. Miami gewinnt gegen die Dolphins. Dallas verliert gegen die Saints. Okay, Detroit gewinnt gegen die Buccaneers. Green Bay verliert gegen die Colts. New York Jets gewinnen gegen die Tennessee Titans. San Francisco gewinnt gegen die Vikings. Seattle gewinnt gegen New Orleans. Gegen New England. Sorry, New Orleans, genau. Dann die Giants gewinnen gegen die Commanders. Cardinals Sieg gegen die Chargers. Krasser Sieg auf jeden Fall. Jacksonville Jaguars gewinnen auch gegen die Browns.
Baltimore Ravens gewinnen gegen die Las Vegas Raiders. Arizona gewinnt gegen die Rams. Krass. Pittsburgh gewinnt auch gegen die Broncos. Dann haben wir die Chiefs, die knapp gewinnen gegen die Bengals. Und die Houston Texans gewinnen ebenfalls, genauso wie die Eagles, leider. Und Woche 3, nächste Woche, sind dann folgende Partien: Patriots, Jets, Giants, Browns, Packers, Titans, Bears, Colts, Texans, Vikings, Eagles, Saints, Chargers, Steelers, Broncos, Buccaneers, dann Panthers, Raiders, Dolphins, Seahawks, Ravens, Cowboys, 49ers, Rams, Lions, Cardinals, Chiefs, Falcons, also das sind wir, und Jaguars at Bills, genauso wie die Commanders at Bengals. Jetzt schauen wir mal uns die NFL Standings an. Wir gehen jede mal durch. Also AFC North, die Ravens führen vor den Steelers, die Bengals 1-1 und Browns 0-2. Dann die South, AFC South, Texans und Jaguars bei 2-0, Colts 1-1, Titans 0-2. Die AFC East, noch relativ eng hier, Dolphins, Jets, Bills bei 1-1, Patriots 0-2. Die AFC West, Chargers und Chiefs bei 1-1, also ja, die Chiefs haben ja das erste Spiel verloren. Dann die Broncos und Raiders bei 0-2. NFC North, die Lions 2-0, Vikings 1-1, Bears 1-1, Packers 0-2. NFC South, die Saints sind jetzt noch vorn. Ja, also sie haben schon zwei Siege. Buccaneers und Panthers haben ja auch schon einen Sieg, also wir sind letzter. NFC East, die Eagles vor den Giants, vor den Cowboys und vor den Commanders. Und in NFC West, die 49ers vor den Seahawks, Cardinals und Rams ganz hinten. Okay, damit sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.